Willkommen zurück. Dieses wunderbare Schwert haben wir in der ersten Episode zusammen erstellt, also mehr oder weniger. Und es freut mich natürlich, dass ihr jetzt hier in der zweiten Folge auch wieder dabei seid. Normalerweise sage ich mal so, zweimal hintereinander dasselbe Video so bringen, also Part 1 und Part 2, ist eigentlich nicht so meine Art. Aber weil der erste Part bei euch so gut ankam, habe ich mir gedacht, ja komm, hau ich mal direkt den zweiten raus. Und wenn euch das Ganze gefällt, also das ganze Projekt oder generell Texture Packs etc., könnt ihr gerne eine positive Bewertung da lassen. Und falls ihr keine wunderbaren TP-Videos mehr verpassen wollt, dann könnt ihr gerne natürlich auch abonnieren. Und ja, wir haben dieses wunderbare Schwert und den Stick in der letzten Episode gemacht. Und passenderweise habe ich auch schon dazu gesagt gehabt, dass wir im selben Stil mit dem Stick als Grundlage für die Handle auch die Tools machen werden. Dementsprechend habe ich mich gestern hingesetzt am Nachmittag, ein bisschen Musik dabei gehört und angefangen, die Tools zu machen. Und das zeige ich euch. Viel Spaß. So, ich kümmere mich jetzt hier um die Diamond Tools. Da werde ich wieder den Stick als Grundlage benutzen und ich werde mal gucken, wie das am Ende aussehen wird. Und ja, auf geht's. Ja, die Axt, ich weiß nicht, die ist ein bisschen kurz. Ich habe mal von der Form ein bisschen crazy Stuff versucht. Keine Ahnung, sieht halt ein bisschen komisch aus. Und ich habe es leider nicht mehr hinbekommen, den richtigen Blauton zu treffen, den ich auch beim Dia-Schwert benutzt habe. Ich würde auf jeden Fall nochmal den Stick ein bisschen verlängern und dann nochmal gucken. Und nochmal die Umrandung muss anders gemacht werden. So ist diese wunderbare Axt entstanden. Ich habe mich dazu entschlossen, vorne das einfach so eisenfarben trotzdem zu lassen. Es wird bei den anderen Materialien dann trotzdem noch erkennbar sein, was was ist. Und ich glaube, von der Form her sieht sie auf jeden Fall souverän aus. Aber eine weitere Diamanttextur, die man noch häufiger sieht, ist, denke ich mal, die Spitzhacke. Und die habt ihr schon auf dem Thumbnail gesehen. Und die Entstehung, die zeige ich euch auch mal. So ist diese wunderbare Diamantspitzhacke entstanden. Sieht, denke ich mal, auch sehr akkurat aus und passt auch gut zur Axt. Aber ihr könnt euch denken, es fehlen ja noch ein paar Tools. Die habe ich gestern im Stream, ne? Falls ihr auch mal gerne im Stream vorbeischauen wollt, da mache ich auch ab und zu mal Texturen. Aber fragt bitte nicht die ganze Zeit, wenn ich gerade am Spielen bin, ob ich jetzt Texture Packs mache. Nein, wenn, sage ich das und ihr wisst schon. Auf jeden Fall kann ich euch die auch nochmal zeigen. Und zwar ist es einmal die Schaufel, auch ja, bei einer Schaufel, ich habe halt überlegt, irgendwie eine besondere Form hier bei der Spitze zu machen, aber
Da hast du nicht wirklich viele Möglichkeiten. Und die Ho, eine ganz wichtige Textur, ist, eine halbe Diamantspitzhacke, falls es irgendwem auffällt. Es ist gut zu unterscheiden trotzdem. Aber, muss ehrlich sagen, ich wollte nicht zu viel Zeit an der Ho verschwenden, weil, das ist eine Textur. Ganz ehrlich, eine Dia-Ho hat doch irgendwie auch gar keine Funktion. Warum sollte man sich eine Dia-Ho machen anstelle von einer Holz-Ho? Weil die hat einfach nur mehr Durability, aber bringt dir wirklich nicht viel. Ja, so haben wir auf jeden Fall insgesamt jetzt schöne Tools. Aufgrund des wunderbaren Sticks passen die auch alle echt schön zusammen. Natürlich müssen wir die noch für die anderen Materialien machen. Da stellt sich bei mir generell die Frage, ob ich jetzt recolern werde oder ob ich nochmal ein bisschen die Eisen-Tools ein bisschen, weiß ich nicht, ein bisschen schwächer so mache. Ich weiß nicht, ob ihr versteht, was ich meine, aber nicht so besonders aussehen lasse. Ich muss da auf jeden Fall noch was einfallen lassen. Aber ich habe dann gestern im Stream auch noch angefangen, die Eimer zu machen. Da war ich nicht so ganz zufrieden jetzt heute und deswegen habe ich sie nochmal neu gemacht. Und ich zeige euch das Ganze, wie das abgelaufen ist. Und zwar sind jetzt am Ende schöne Eimer rausgekommen, mit denen ich zufrieden bin. Und den Entstehungsprozess, den zeige ich euch auch noch. So sind diese wunderbaren Eimer entstanden. Das war tatsächlich eine Geburt. Gestern im Stream haben wir nämlich Ewigkeiten darüber diskutiert, aus was wir hier diese Grundform nehmen. Also was das für ein Viereck, Dreieck oder was auch immer wieder werden soll. Wir hatten auch kurzzeitig mal ein Achteck, Siebeneck, alles probiert. Am Ende ist es jetzt ein Fünfeck geworden. Das sieht aus wie ein Diamant. Vielleicht könnte man den auch als Dia-Textur einfach mal so nehmen. Sieht eigentlich gar nicht so verkehrt aus. Aber ich denke mal, man kann diese Eimer auf jeden Fall gut unterscheiden und sehen am Ende auch auf jeden Fall souverän aus. Ja. Und damit soll es das für die zweite Folge gewesen sein. Ich werde auf jeden Fall mich bemühen, jeden Tag immer wieder an den Texturen weiterzuarbeiten. Aber ich denke mal, jeden Tag so ein Video jetzt hier rauszuknüppeln, wird ein bisschen schwierig. Ich möchte ja auch Abwechslung bieten und immer noch PvP-Videos natürlich hochladen. Aber ich denke mal, im Großen und Ganzen haben wir hier ein cooles Projekt und ich freue mich darauf, dieses Pack immer weiterzumachen. Wir werden jetzt erstmal in Zukunft noch weiter an den Items arbeiten, Schritt für Schritt. Und dann werden wir uns bestimmt mal an die Rüstung rantrauen und so weiter. Ich möchte die GUI, Partikel und Icons so eher ein bisschen so gegen Ende machen. Das bedeutet, wir lassen uns erstmal ein bisschen Zeit, machen schöne 512er Items und dann werden wir weitersehen. Ansonsten, falls ihr Fragen habt, könnt ihr gerne in die Kommentare stellen oder ihr könnt auch gerne mal in den Streamchat, ne, ich streame jeden Tag ab 21 Uhr, könnt ihr auch einfach mal dort gerne stellen. Also es wird auch Leute geben, die wieder sagen werden, yo, die gefallen mir nicht so und hin und her. Leute, das ist überhaupt kein Problem. Es ist sehr, sehr schwer, nämlich die Geschmäcker von allen Leuten zu treffen. Aber ich denke mal, ihr seht, dass ich mir hier Mühe gebe und auch wenn euch die Texturen nicht unbedingt gefallen, sieht man, denke ich mal trotzdem, dass die auf jeden Fall mit ein bisschen Liebe und Zeit gemacht sind und auf jeden Fall trotzdem gut gemacht sind. Ob sie gut aussehen, liegt halt immer im Auge des Betrachters. Ihr wisst Bescheid. Wir sehen uns vielleicht heute beim Livestream oder beim nächsten Video. Bis dann, macht's gut. Ich danke euch fürs Zusehen. Haut rein und ciao.